Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Gestern Abend haben wir den Vortrag auch schon gehabt. Da sind 5 Leute gekommen, aufgrund von dem Fehler in der AZ. Aber wir haben den Vortrag auch durchgeführt, einfach ein bisschen in einem kleineren Rahmen. Aber es war interessant, hat sich dann herausgestellt, jemand hat Geburtstag am 22. Dezember. Und sie gehört dann immer wieder in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft, dass das wahrscheinlich der letzte Geburtstag war, der letzte. Und dann hat einer gesagt, ja, und ich habe am 23. Dezember Geburtstag. Also unser Thema, kommt der Weltuntergang am 21. Dezember 2012? So wie das viele Esoteriker, Hysteriker und auch Leute vom Film. Wenn man an den Film 2009 ist der ja in Kino gekommen, 2012 mit dem Weltuntergang, hat das schon damals dazu beigetragen, das Thema irgendwie weltweit zu aktualisieren. Die Leute reden weltweit davon, in den Blogs, in den Internet, in den Medien hört man davon. Was steckt da dahinter? Zum Anfangen. Sie sehen hier Ruinen der Maya-Indianer in Palenque, Mexiko. Die hatten ja eine Hochkultur in Mittelamerika, so besonders in der Zeit 250 nach Christus bis 900. Und jetzt eben sagen ein Haufen Esoteriker weltweit, der Maya-Kalender, der Ende am 21.12.2012. Und das ist ein Hinweis, dass eine Katastrophe kommt über die Welt. Beziehungsweise sogar der Weltuntergang. Aber wenn man ein bisschen kritisch denkt, man soll nicht einfach das Zeug so übernehmen, wie man das hört, muss man sich fragen, ja, aber wie geht das? Kann ein Kalender enden? Wie könnte unser Kalender enden? Ich meine mathematisch. Und das ist da genau gleich. Ich kann es Ihnen gerade sagen, der Maya-Kalender endet dann nicht. Es ist so, die Maya haben 3 Kalender gebraucht, in der Zeit ihrer Hochkultur. Ein religiöser Kalender, Jahreskalender und ein ziviler. Und dann haben sie dazu noch einen Langzeitkalender gehabt und um den geht es, den Langzeitkalender. Der ist sehr speziell. Und wie kann man etwas Kompliziertes und etwas Spezielles einfach erklären? Am besten mit einem Beispiel. Der König, der Maya-König Pakal I. von Palenque, ist am 28. August 683 nach Christus gestorben. In dem Langzeitkalender ist er also gestorben am 9, 12, 11, 5, 18. Das geht folgendermaßen. 9. Das bedeutet 9 Baktun-Perioden. Also die zählen eben nicht wie wir in dem Kalender Jahr und Monat und Tag, sondern die zählen verschiedene Perioden. Eine Baktun-Periode dauert 144.000 Tage. Also 9 Baktun bedeutet 144.000 Tage. Dann 12. Das 12 bedeutet 12 Katun-Perioden. Eine Katun-Periode geht 7200 Tage, also das mal 12. Dann 11 Tun-Periode, also eine Tun-Periode geht genau 360 Tage. Das ist gerade das Mond-Sonnenjahr, das Mittel vom Mond- und Sonnenjahr. Dann 5 Uinal-Periode, die Periode gehen 20 Tage, das sind also 2/3 von einem Monat etwa. Und 18, am Schluss, das sind Tage. 18 Tage. Jetzt müssen Sie das alles zusammenzählen. Und dann gibt das die Zahl von Tagen 1.386.478 an dem Tag nach Erschaffung der Welt, wo die Maya eben angesetzt haben auf den 13. August, umgerechnet aus dem Kalender, 13. August 3114 vor Christus. Also, so ist das mit dem Kalender. Ein bisschen speziell, aber doch nicht so unverständlich, ja?
Und jetzt geht es eben um den 21.12.2012. Der lautet im Maya-Kalender 13.000. Also für die Zahlen ist schon ein bisschen speziell, oder? Das ist wie wenn Sie mit dem Auto fahren und plötzlich ein Eis und ganz viel Null hinten dran ist. Besonderer Moment, aber doch nicht so speziell. Jetzt bedeutet das also 13.000. 13 Baktun-Periode, 13 mal 144.000 Tage, gibt 1.872.000 Tage. Und dann eben 0 Katun-Periode. 0 Tun, 0 Uinal und 0 Kin. Kein Tag. Aber jetzt eben, die Frau, die gestern da war, die hat am Tag drauf Geburtstag. Und das wäre dann in dem Kalender 13.000.1. Und der Herr, der am Tag drauf runter Geburtstag hat, das wäre dann eben 13.000.2. So, das ist das Ganze. Und der Kalender wird dann auch weitergehen. Aber es ist schon unglaublich, wie die Leute aus so etwas können eine riesige Sache machen und weltweit wird davon geredet. Und weltweit wissen so die Leute etwas davon. Hat überhaupt keine Basis. Ist eigentlich völlig unsinnig. Aber eben, das hat es ja bei uns in unserem Kalender auch schon gegeben. Wie war das damals? 31.12.999 nach Christus. Sie können nachlesen in der Welt online. Da wird der burgundische Mönch Rudolfus Glaber von damals zitiert, wo über das Jahr 999 Folgendes berichtet. Zitat: Die Angst der Menschen war so groß wie nie zuvor. Blutrote Kometen drohten am Himmel. Manch einer glaubte, Heere von Teufeln in den Wolken zu erspähen. Weil sich zu dieser Zeit die Geburt unseres Herrn Jesus Christus zum tausendsten Mal gejährt hatte, wurden all diese Erscheinungen als Zeichen für den nahen Untergang der Welt genommen. Überall füllten verstörte Christen die Kirchen, verkauften ihr Hab und Gut, bereuten ihre Sünden. Und dann ist Erste Tausend gekommen und nachher der zweite Tag, der dritte Tag, es ist weitergegangen bis heute. Also überhaupt keine Basis. Und es ist auch so, in der Bibel gibt es auch keine Prophetie, dass 1000 Jahre nach dem ersten Kommen von Jesus Christus würde er ein zweites Mal kommen. Natürlich, die Zahl 1000 findet sich schon in der Bibel. Es wird gesagt, wenn Jesus Christus einmal wiederkommen wird, als König der Welt, wird er 1000 Jahre eine Friedensherrschaft ausüben über den Planeten. Aber eben, nicht 1000 Jahre nach seiner Geburt. Keine Basis, aber ein Haufen Menschen hatten damals Angst gehabt. Ja, und wie war es vor ein paar Jahren? Wer mag sich noch erinnern an 31.12.1999? Da haben doch auch ein Haufen schwere Bedenken gehabt. Falsche Propheten haben den Weltuntergang angekündigt. Und Computerfachleute sind sich nicht so ganz sicher gewesen, ob das noch einen Computercrash wird geben. Und zwar mit unabsehbaren Folgen, weil man ja eben bei den Daten in den Computern nicht darauf geachtet hat, dass man ja alle Zahlen sollte eingeben, nicht nur 99, sondern 1999, damit es einen schönen Übergang auf 2000. Aber wenn plötzlich nur noch 00 steht, könnte es ja sein, dass dann Computer würden irgendwie selbstständig werden und dass Computer, die mit Atombomben verbunden sind, könnten plötzlich Katastrophen auslösen, sodass Atombomben könnten losgehen. Sinnige Angst sind verbreitet worden. Es war nichts. Auch die Hysterie war nichts. Und die falschen Prophetien hatten auch keine Basis gehabt. Auch keine biblische Basis. Und überhaupt, wie war das in den vergangenen 2000 Jahren? Das hat es immer wieder gegeben. Nur ein paar Beispiele. Die apokalyptische Zeit angekündigt worden von einem falschen Prophet im Jahr 156. Dann wieder so ein kritisches Jahr war 380, 500, das Jahr 800, 848, dann natürlich, wie wir gesehen haben, das Jahr 1000, aber dann später auch 1169 und so weiter und so fort, bis in die jüngsten Jahre, 1988 war so ein Falschprophetie-Jahr, 1994, das Jahr 2000 haben wir gesehen, und natürlich auch schon 2011 hat ein falscher Prophet in Amerika
zweimal apokalyptische Ereignisse angekündigt, ist alles nichts gewesen. Und das führt natürlich, und das kann man verstehen, viele Leute dazu, sich zu sagen, immer wenn jemand etwas sagt über Endzeit, ist es schon immer etwas Falsches gewesen. Auf das kann man grundsätzlich nicht hören. Kann man das so sagen? Wie war das vor 2000 Jahren? Vor 2000 Jahren, im 1. Jahrhundert nach Christus und schon in den Jahren vorher, also genau in der Zeitenwende, war in Israel eine heisse, aufgeladene Stimmung. In ganz Israel war die Erwartung vorhanden, jetzt kommt denn der verheißene Messias, der im Alten Testament in so vielen Prophezeiungen im Detail beschrieben worden ist von den Propheten. Der Messias kommt! Und wegen dem ist ja schon im 2. Jahrhundert hat eine Gruppe von Juden sich abgesondert vom offiziellen Judentum, weil es illegale Hohepriester hat im Tempel. Sie haben gesagt, in dem Chaos können wir nicht mehr mitmachen. Wir gehen in die Wüste nach Qumran am Toten Meer. Sie sehen da eine von diesen Höhlen, wo man von ihnen Schriftrollen gefunden hat. Und die haben sich gesagt, jetzt warten wir, jetzt kommt denn der Messias und er wird Ordnung bringen. Und sogar ein römischer Schriftsteller, der Tacitus, schreibt, dass eben damals im 1. Jahrhundert die Erwartung war in Israel, der Messias kommt. Und wieso? Nicht wegen einem Kalender, wo da irgendwie dann auf eine schöne Zahl kommt, sondern wegen dieser Prophetie im Daniel 9, 25, wo es ja heisst, dass von dem Moment an, wo ein König wird der Erlass geben, dass Jerusalem, wo zur Zeit von Daniel in Staub und Asche war, wieder aufgebaut wird. Von dort an kann man rechnen, wenn der Messias kommt. Der Erlass war im Jahr 445 vor Christus durch den persischen König Artaxerxes. Und der Messias werde kommen als Fürst 69 Wochen, Jahrwochen später. Jetzt Jahrwochen sind im jüdischen Kalender 7 Jahreinheiten. Und die Juden haben auch verschiedene Kalender. Nicht nur die Maya. Und im prophetischen Kalender, dort dauert das Jahr 360 Tage. 69 Jahrwochen werden vergehen. Das sind also 69 mal 7 mal 360 Tage. 173.880 Tage. Und tatsächlich, Jesus Christus ist gekommen als Fürst am Palmsonntag, auf dem Esel eingeritten vom Ölberg nach Jerusalem und die Volksmenge hat ihn begrüßt als Messiaskönig. Das war genau 173.880 Tage nach dem 14. März 445 vor Christus, nämlich am 6. April 32 nach Christus. Das hat sich exakt erfüllt. Jesus Christus ist gekommen. Und die Auswirkungen für die weitere Weltgeschichte sind ja enorm. Die Jünger von Jesus Christus, die gewusst haben, das ist der Messias. Er hat die Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt. Im Ganzen übrigens über 300. Über 300 Prophezeiungen hat Jesus Christus erfüllt. Und dann, an dem Dienstag vor Karfreitag, haben die Jünger Jesus Christus gefragt, wie ist das eigentlich, wenn du wiederkommst? Was ist denn das Zeichen? Und dann hat Jesus Christus die berühmte Endzeitrede auf dem Ölberg gehalten. Sie haben zwei Fragen gestellt. Eigentlich noch mehr, aber zwei, die uns jetzt interessieren. Erstens, was ist das Zeichen der Endzeit? Und sie haben gefragt, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Sie haben also damit gerechnet, dass Jesus Christus, nachdem er das erste Mal gekommen ist, auch noch ein zweites Mal wird kommen. Und diese Fragen sind dann beantwortet worden in dieser Ölbergrede. Übrigens, im Neuen Testament finden Sie das in drei Kapiteln. Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Die drei Berichte ergänzen sich schön. Also die Jünger haben gewusst, was Endzeit ist. Es ist so, die Propheten haben vorausgesagt, der Retter kommt das erste Mal. Aber als der leidende Messias. Und da wird er
wie ein Opfer, oder als Opfer wird er sterben für unsere Sünden. Der Gerechte für uns die Ungerechten, damit er uns zu Gott zurückführen kann. Das erste Mal hat er müssen kommen als der leidende Messias, der dann von der Masse von seinem Volk verworfen wird. Aber die Propheten haben gesagt, dann, nach langer Zeit, wird er wiederkommen. Aber dann als der herrschende Messias, der wird kommen und Gerechtigkeit und Frieden in die chaotische Welt hineinzubringen. Und das Neue Testament erklärt, um dann 1000 Jahre zu regieren. Also jetzt ist die Frage beantwortet, warum 2012 die Welt nicht untergehen kann nach der Bibel. Also Jesus Christus muss kommen und dann muss es noch 1000 Jahre gehen. Also, ist das erledigt. Aber jetzt der Begriff Endzeit bedeutet in der Bibel nicht Weltuntergang, sondern das ist das Ende von dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Das ist die Endzeit. Also da hört der Kalender nicht auf. Aber es kommt eine neue Weltordnung. Und die Propheten haben schon im Alten Testament gesagt, wenn der leidende Messias kommt, wird die Masse von seinem Volk ihn aber ablehnen. Und als Konsequenz davon wird das jüdische Volk aus seinem Land rausgerissen und unter allen Völkern zerstreut werden. Aber die gleichen Propheten haben gesagt, in der Endzeit, bevor der Messias kommt als König der Welt, wird das jüdische Volk gesammelt werden, aus der ganzen Welt wieder heimgeführt in ihr Land. Und das ist jetzt interessant, weil wir sind ja Augenzeugen, wie das passiert heute. Und zwar hat das angefangen 1882. Da hat die erste jüdische Einwanderungswelle stattgefunden, damals von Russland her. Sind Tausende von russischen Juden sind gekommen ins Osmanische Reich. Die Türken haben über den ganzen Nahen Osten regiert. Das war ihr Osmanisches Reich. Sind sie gekommen in ihr Land, das Land der Vorfahren, das man dann genannt hat Palästina. Die erste Welle 1882 bis 1903 und dann 1904 bis 1914 ist die nächste Welle gekommen und so ist das weitergegangen bis heute. Jetzt zeige ich Ihnen kurz, wie konkret die Bibel eine Zerstreuung der Juden vorausgesagt hat. Schon der Mose hat das in 5. Mose 28, Vers 63 so vorausgesagt. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Also von einer Extremität vom Festland bis zur anderen. Das bedeutet konkret von Südamerika bis nach Japan, von Kanada bis nach Neuseeland, von Schweden bis nach Südafrika. Und genau das ist passiert. Meine Damen und Herren, ab dem Jahr 70 nach Christus, wo die Römer Jerusalem und den jüdischen Tempel zerstört haben, ist das jüdische Volk in einem jahrhundertedauernden Prozess über alle 5 Kontinente hinweg verstreut worden. Aber darum ist das so etwas Spezielles. Nach fast 2000 Jahren sehen wir heute die Umkehr, wie die Juden zurückkehren seit 1882 bis heute 2012. Und das war auch vorausgesagt im Alten Testament. Lang bevor die Zerstreuung überhaupt stattgefunden hat, hat der Hesekiel zum Beispiel vorausgesagt, sie werden zurückkommen. Hesekiel 36, 24, Gott rettet. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und wir sind jetzt Augenzeugen, 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern sind heimgekehrt. Wir haben den Staat gegründet, den modernen Staat Israel und so weiter. Also das ist ganz wichtig, das Alte Testament hat schon klar gemacht, so ein Grundhauptzeichen von der Endzeit ist die Heimkehr der Juden. Und jetzt schauen wir die Ölbergrede an von Jesus Christus. Die Jünger fragen, was ist das Zeichen der Endzeit? Jetzt wiederholt Jesus Christus nicht nochmal die Zeichen, die schon im Alten Testament beschrieben sind, sondern er sagt ihnen als Antwort einen Haufen andere dazu.
Aber die Antwort fängt an mit der Warnung. Ich lese aus Matthäus 24, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Passt auf, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Diese Warnung bezieht sich auf die ganze Zeit von seinem ersten Kommen bis zum zweiten Kommen. Dass ein Haufen Verführer werden kommen, die sagen, ich bin der Retter. Und wie hat sich das erfüllt? Sehr eindrücklich. Da sehen Sie eine Liste mit über 50 falschen Messias, die in den vergangenen 2000 Jahren im Judentum auftreten sind und zum Teil grosse Teile vom Weltjudentum verführt haben. Bis dann die ganze Sache immer als Betrug wieder aufgeflogen ist und das jüdische Volk ist immer wieder durch das in eine tiefe Depression hineingefallen. Das hat angefangen mit dem, nach Jesus Christus, mit dem Theudas im Jahr 44, dann der Messias aus Ägypten, der namenlose Prophet, der Menachem, der Galiläer und so weiter, bis dann der letzte falsche Prophet, falsche Messias war der Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York. Wo man gesagt hat, das ist der Messias. Und jetzt geht er nach Israel und dann kommt dann seine Friedensherrschaft. Und dann ist er 1994 gestorben. Ist ein alter Mann gewesen. Ja, also, das ist die Warnung zuerst. Für die ganze Zeit, kann man sagen, vom Anfang bis zum Ende. Aber dann, im nächsten Satz, Vers 6, sagt Jesus Christus, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Das kleine Wörtchen aber ist ganz wichtig. Das setzt sich jetzt ab von dieser ersten allgemeinen Warnung. Und von dort weg kommen jetzt Endzeitzeichen. Das ist das Erste. Ich muss Ihnen erklären. Nach der Bibel ist also die ganze Zeit schon von 1882 bis heute Endzeit. Das ist also eine Periode von bereits 130 Jahren. Könnt ihr jetzt feiern, 130 Jahre biblische Endzeit. Die ist gekennzeichnet durch die Heimkehr der Juden, durch all die Jahrzehnte durch, bis heute und haltet immer noch an. Schließlich am Ende der Endzeit wird Jesus Christus kommen. Und die grünen Striche, die ich hier angedeutet habe, die sollen symbolisch zeigen, all die Prophezeiungen aus dem Alten und Neuen Testament über Endzeit, die sich schon erfüllt haben seit 1882 bis heute. Und ich habe ein Buch geschrieben, ein neues, das wird in den nächsten paar Monaten erscheinen, auf Deutsch. Es ist schon übersetzt auf Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, wird dann auch in Englisch kommen, Französisch und so weiter. Dort haben sie Listen mit allen über 175 Einzelaussagen und der Füllung. Dass sie so schnell eine Übersicht sich verschaffen können. Das ist sensationell, weil damit kann man mathematisch zeigen, das ist unmöglich ein Zufall. Aber so etwas gibt es sonst nie nicht. Das haben die Maya-Indianer nicht in ihren Schriften, wo man ja jetzt seit 1980 kann lesen kann. Man konnte ihre Schrift entziffern. Und das finden sie nicht in den Schriften der Hindus oder der Buddhisten. Das finden sie nicht im Koran, nie nicht. Nur in der Bibel. Das ist sensationell. Die Jünger wollten ein Zeichen für die Endzeit, aber der Herr hat ihnen dann gerade eine Serie gegeben von mehr als 20 Zeichen. Aber wichtig, nachdem er 5 Zeichen erwähnt hat, sagt er in Matthäus 24, 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Die Zeichen, die er da erwähnt, vergleicht er mit Geburtswehen. Und Sie wissen, Geburtswehen, die kommen nicht einmal und dann kommt das Kind. Natürlich kündigen Geburtswehen ankündigen, dass jetzt die Endzeit der Schwangerschaft gekommen ist. Aber die wiederholen sich und sie werden in der Tendenz auch stärker. Und dann schlussendlich kommt ein Mensch in die Welt. Und so tut also Jesus Christus die Zeichen erwähnen. Und das ist wichtig. Im Gegensatz zu den anderen 160 Prophezeiungen, die Einzelaussagen sind, die sich dann punktuell erfüllt haben, sind das jetzt Zeichen, die sich
repetieren sollen in der Endzeit. Also, Sie haben das genau richtig verstanden. Die Bibel beschreibt die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus als das gegenwärtige Zeitalter. Epheser 1, Vers 19. Das wird da stillschweigend verglichen mit der Zeit der Schwangerschaft. Und genauso wie die Wehe das Ende der Schwangerschaft ankündigt, so tun die mehr als 20 Zeichen in der Ölbergrede eben das Ende von dem Zeitalter ankündigen. Dass jetzt Endzeit ist. Aber nicht Weltuntergang. Und die ersten 5 Zeichen nennt Jesus Christus der Anfang der Wehen. Und das sind 5 Zeichen. Erstens Massenkriege, zweitens Revolutionen, drittens Hungersnöte, viertens Seuchen, fünftens Erdbeben. Und Sie müssen bitte genau lesen, auch die kleinen Wörter muss man genau beachten. Denn sagt Jesus Christus, dann, also auf die 5 Zeichen runter, werden sie euch verfolgen. Dann wird eine ganz schwere Christenverfolgung kommen und nochmal heisst, und dann wird ein Massenabfall vom Glauben stattfinden. Also genau diese Reihenfolge muss man gut so vor Augen haben. Und jetzt stellen wir uns vor, wir wären mein Grossvater. Ja, der hat gelebt in der Zeit der ersten jüdischen Heimkehr, ab 1882. Und da haben die Bibelleser, die haben das schon lange gewusst, in der Endzeit kehren die Juden wieder heim. Das haben meine Bücher schon längst, lange Zeit vorher, verbreitet und verkündigt. Und jetzt plötzlich hat es angefangen, 1882. Jetzt haben sie sich sagen, ja, das ist aber interessant. Das müsste in dem Fall Endzeit sein. Und jetzt, wenn man Matthäus 24 liest, müssen ja jetzt eigentlich die Zeichen kommen. Massenkrieg, Revolutionen, Hungersnöte. Und jetzt schauen wir an das Zeitfenster von 40 Jahren. 1882 bis 1922. 1922 ist ein wichtiges Jahr. Damals ist die Sowjetunion gegründet worden. Das war ganz bedeutsam für die weitere Geschichte, Weltgeschichte vom 20. Jahrhundert. Und Sie werden sehen, ab dem Jahr 1922 kommt dann die Massenchristenverfolgung durch Kommunisten. Und jetzt schauen wir das Zeitfenster an, 1882 bis 1922. Oder die Jahre vergehen, erste Einwanderungswelle, zweite Einwanderungswelle und plötzlich, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Das ist nicht der 27. Der Erste war das. Weil das war ein neues Phänomen von Massenkrieg, wie man es in der Geschichte noch nie hatte. 1914 bis 1918 mit 17 Millionen Toten. Matthäus 24, 6 sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Krieg, wird man hören, das ist in der Nähe. Kriegsnachrichten, das sind Sachen, die weit weg sind. Das weist also schon mal hin. Sie sehen, es ist ganz knapp ausgedrückt, aber jedes Wort hat Bedeutung. Das weist auf einen geografisch weit ausdehnten Krieg. Und dann eben Massenkrieg. Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und genau so war es im Ersten Weltkrieg. Als neues Phänomen, aber genau in der Zeit, wo die Juden zurückkommen. Das ist doch interessant. Und ein paar Jahre später, der Zweite Weltkrieg. Die Wehen sind dann noch schlimmer gewesen, mit 50 bis 70 Millionen Toten. Aber wenn man sich mal vorstellt, etwas, was es noch nie gegeben hat in der ganzen Weltgeschichte, und jetzt plötzlich gerade hintereinander, zweimal. Mit zusammen gegen 100 Millionen Toten. Sie sehen im Ersten Weltkrieg, alle farbigen Länder sind beteiligt gewesen. Nur die Grauen sind neutral gewesen. Alle 5 Kontinente sind betroffen gewesen vom Ersten Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg noch schlimmer. Sie sehen, da gibt es nicht mehr viele graue Gebiete. Die Schweiz da. Zentrum von Europa.
Und interessant ist also, Jesus Christus nennt das Phänomen vom Massenkrieg den Anfang der Wehen. Und sagt dann, aber das Ende kommt nicht gerade sofort. Das Ende, das ist dann wirklich das unmittelbar vor seiner Wiederkunft. Also, Erster Weltkrieg ist Endzeit gewesen, aber Jesus Christus sagt in Lukas 21,9, erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich. Jetzt schauen wir das Zeitfenster nochmal an, 1882 bis 1922, und ich tue da den Ersten Weltkrieg so eintragen. 1914 bis 1918. Und dann das Zweite ist Revolutionen. Lukas 21,9. Wenn ihr aber von Kriegen und Revolutionen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich. Da könnte einer sagen, ja, aber Revolution, wie kann das ein Anzeichen sein? Das hat es doch schon immer gegeben, Revolutionen. Ja, wenn zum Beispiel, ja, in der Schule, französische Revolution. Und dann was noch? Ja, zum Beispiel haben wir auch noch The Glorious Revolution in England. Lang vorher. Ja, gut, ist nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir das mal anschauen. In dem Zeitfenster drin, oder? Die Juden kehren zurück. Und dann 1896. Da war meine Großmutter auch schon geboren. Sie war ein bisschen jünger als der Großvater. Ja, philippinische Revolution. Und dann kommt die konstitutionelle Revolution im Iran 1905. Denn die russische Revolution 1905, wo man den Zar stürzen wollte. Und dann kommt die jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich 1908. Also in dem Reich, wo die Juden jetzt nach Palästina zurückgekommen sind. Revolution. Dann kommt die mexikanische Revolution 1910 und folgende. Die chinesische Revolution, die Xinhai-Revolution 1911, 1912, die hat China in ein Chaos gestürzt. Von jahrzehntelangen Bürgerkrieg. Und dann die arabische Revolte im Ersten Weltkrieg 1916 bis 18. Und dann die Februarrevolution in Russland 1917. Da haben wir es nochmal probiert, um den Zar zu stürzen. Die bürgerliche Revolution. Und dann ist der Lenin von der Schweiz aus mit der Bahn, mit der Deutschen Bahn, durch Kriegsgebiet nach St. Petersburg. Und dann hat er in der Straße die bürgerliche Revolution angeheizt zur kommunistischen Revolution. Und dann ist die Oktoberrevolution gekommen. Und dann nach dem Krieg, Novemberrevolution in Deutschland 1918, 19, König ist abgeschafft worden und die erste Revolution 1918 in Ungarn. So, in unserem Zeitfenster schieben wir ein 11 Revolutionen. Das ist doch der Hammer. Aber Sie müssen jetzt nicht denken, jetzt ist es fertig mit diesen 11. Nur schnell als Übersicht, ich will Ihnen nicht alles vorlesen. Das können Sie im Internet herunterladen, bald die Präsentation auf sermononline.de. Also dann kommt dann die Libertärrevolution in Spanien und dann der große arabische Aufstand und so geht das weiter. Und weiter bis in die jüngste Zeit, die Zedere-Revolution im Libanon 2005, Jasmin-Revolution in Tunesien, ja, arabischer Frühling 2010, 11. Und dann in Ägypten, Libyen, Jemen, Bürgerkrieg und Revolution jetzt in Syrien. Da haben wir schon 40 Revolutionen. Jetzt könnt ihr natürlich noch reden über die Massenproteste in Algerien, Bahrain, Irak, Oman, Iran, Djibouti, Kuwait und so weiter. Kommen wir auf etwa 50 Revolutionen. Dritter Punkt. Hungersnöte. Jesus Christus sagt, Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Jetzt schauen wir das Zeitfenster an. 1892 bis 1894 ist die Hungersnot in China mit 1 Million Toten. Und gerade darauf aber 2 Jahre später kommt wieder eine Hungersnot mit 5 Millionen Toten. 1920 bis 1921 kommt die Hungersnot in Nordchina mit 500.000 Toten. Aber parallel in Russland, 1891, 1892 die russische Hungersnot mit 2 Millionen Toten. Dann 1921 die russische Hungersnot mit etwa 5 Millionen Toten. Und dann die schlimme Hungersnot, die erwähne ich noch im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg im Libanon mit 100.000 Todesopfern.
Und in Indien ist 1896 und dann auch 99 sind die grossen Hungersnot mit 100 Millionen Betroffenen und bis zu 11 Millionen Toten. Und in Afrika 1899, in dieser Hungersnot in Zentralkenia, ist 50-90% der Bevölkerung gestorben. Ich habe das so zusammengerechnet. In diesem Zeitfenster sind mehr als 26 Millionen Hungertote. Nicht durch Unterernährung, sondern durch akute Hungersnot. Und jetzt, unser Zeitfenster, haben wir da den Ersten Weltkrieg, die 11 Revolutionen und jetzt die 9 Hungersnöte. Das ist einfach speziell. Gelinde gesagt. Natürlich, das 20. Jahrhundert hat man überhaupt genannt, das Jahrhundert der Hungersnöte, wo hunderte von Millionen Menschen chronischen Hunger hatten, durch Unterernährung. Weil die Weltbevölkerung ist gewachsen von 1900 1,6 Milliarden auf 2000 6,3 Milliarden. Und wir haben uns gewöhnt daran, dass 8 Millionen Menschen jedes Jahr sterben durch Unterernährung. Und heute Abend wird eine Milliarde Menschen mit chronischem Hunger ins Bett gehen. Das sind schmerzhafte Wehen für die Welt. Und dann ein vierter Punkt, Seuche, Epidemien. Und es werden Seuchen sein an verschiedenen Orten. Jetzt schauen wir wieder nur das Zeitfenster an. Da haben wir die russische Grippe von 1898 mit 1 Million Todesopfern. Und dann ist die dritte Pestpandemie gekommen. In der gesamten Geschichte tut man die Pestepidemie zählen. Das war dann die dritte, 1896, die ist dann bis 1945 gegangen mit 12 Millionen Toten. Und dann die sechste Choleraepidemie, 1899 bis 1923, mit fast 1 Million Toten. Die russische Typhusepidemie 1918 bis 1922, mit 25 Millionen Betroffenen, 3,5 Millionen Toten. Und etwas ganz Unglaubliches, die spanische Grippe. 1918 bis 1920, also gerade am Ende vom Ersten Weltkrieg und darüber aus, mit 50 bis 100 Millionen Toten. Und da kann einer sagen, ja, das ist ja klar, das ist einfach die Folge vom Weltkrieg. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Nein, das ist nicht so gewesen. Das sind nicht die schwachen Leute, die gestorben sind, sondern die, die eine gute Konstitution hatten. Es war nämlich, das Virus war so speziell gewesen, dass es bei denen, die ein starkes Abwehrsystem hatten, hat es dazu geführt, dass das völlig überdrüllt worden ist und die Leute gestorben sind. Darum sind viele junge Leute gestorben, die gerade eben gut zu Wege gewesen wären. Da 5 schwere Seuchen in dem Zeitfenster. Und jetzt könnt ihr da eine ganze schreckliche Liste zeigen, bis heute, wo es weitergeht. Ich wollte nur gerade daraus herausgreifen, wir haben nicht Zeit für alles. Zum Beispiel noch die Bockenkrankheit im 20. Jahrhundert hat schätzungsweise 300 Millionen bis 500 Millionen Todesopfer gefordert. Und dann könnte man Tuberkulose im 20. Jahrhundert erwähnen. Man redet von 100 Millionen Toten. Und man könnte darüber reden, über AIDS, das muss man besonders erwähnen, 37 Millionen Tote bis heute. Und die Seuche geht weiter mit Haufen anderen Seuchen. Jetzt das 5. Zeichen ist Erdbeben. Und jetzt in dem Zeitfenster hat es im Osmanischen Reich 1883 ein schweres Erdbeben gegeben mit 15.000 Toten. Also gerade im Gebiet, wo die Juden zurückkommen. Dann Iran 1893, 18.000 Tote. Iran, das heisst 1885, 11.000 Tote. Japan 1896, 27.000 Tote. Indien 1905, 20.000 Tote. 1908 in Europa, Messina, Sizilien und Kalabrien, 72 bis 110.000 Tote. Das war noch mit einem Tsunami zusammen. Und dann Italien 1915, 30.000. China 1920, 200.000 Tote. Genau in diesem Zeitfenster inne. Grosse Erdbeben, sagt Lukas 21,11. Jetzt haben wir die 5 Zeichen so beieinander. Und jetzt geht es weiter. Jetzt könnt ihr eine Liste zeigen von Erdbeben bis heute. Nur ein paar daraus raus. Im 20. Jahrhundert hat es
etwa 140 schwere Erdbeben gegeben. Ich habe mal alles zusammengerechnet. Mit über 2,3 Millionen Todesopfern. Und das schlimmste Erdbeben von allen Zeiten, nimmt man an, war das China 1976. Mit 800'000 Toten. In einem Erdbeben. Wir reden ja nicht über die Verletzten. Und jetzt sagt Jesus Christus auf die 5 Zeichen aber, Matthäus 24, 9, dann werden sie euch, also seine Jünger, seine Nachfolger, die ihn glauben, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. 1922 ist dann die Sowjetunion gegründet worden. Und das erklärte Ziel ganz am Anfang war die Vernichtung des Christentums. Man hat sich gesagt, das Christentum, das ist nicht kompatibel mit Marxismus. Die stören, die müssen weg. Und so sind Millionen umgebracht worden. Und ein Haufen sind in Arbeitslager gekommen, ins Gefängnis. Es hat Massenerschiessungen gegeben. Ich habe noch mal einen Russlanddeutschen getroffen, der mir erzählt hat, wie sie als Kind das hat, erlebt hat, dass Stalin noch ihren Vater verschossen hat. Das ist nur ein Schicksal von Millionen. Und sie sind in die psychiatrische Anstalt gesteckt worden, verspottet worden in den Schulen, ausgegrenzt, benachteiligt, dass sie nicht haben können höhere Studien machen in der Schule. Also, Drangsal, 6, Christenverfolgung, Tod, 7 und Hass, Punkt 8. Und jetzt in unserem Schema sehen wir die fünf Zeichen vom Anfang der Wehe, in dem Zeitfenster von 40 Jahren, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und meine Damen und Herren, die sowjetische und kommunistische Verfolgung in Osteuropa ist eine der allergrößten Christenverfolgungen von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Das war nicht irgendetwas. Das war die bedeutendste, kann man so sagen, Christenverfolgung. Und so sind auch die meisten christlichen Märtyrer von 2000 Jahren sind im 20. Jahrhundert gestorben. Open Doors sagt, dass heute, 2012, 100 Millionen Christen verfolgt werden in 25 Ländern. Und wir rechnen mit 100'000 Toten im Jahr. Vor allem in den islamischen Ländern und kommunistischen wie Nordkorea. Und jetzt kommt der 9. Punkt. Jesus Christus sagt dann, Matthäus 24, Vers 10, und dann werden viele abfallen. Und tatsächlich, Millionen von Menschen haben in der Sowjetunion und in Osteuropa den christlichen Glauben aufgegeben, weil die Kommunisten in der Sowjetunion und in Osteuropa die Menschen durch systematische Umerziehung in der Schule und so zum Atheismus gezwungen haben. Das hat einen Massenabfall gegeben vom Christentum. Also können wir das in unserem Schema ergänzen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern, euch töten. Dann werden viele abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Das führt uns eben schon zum Punkt 10. Denunzieren. Die Geheimdienste, oder so muss ich sagen, Kommunisten in der Sowjetunion und in Osteuropa haben beschlossen, wir machen die Christenverfolgung in Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung und unseren Geheimdiensten. Das ist etwas ganz Spezielles. Und so haben Geheimdienste wie KGB, Securitate, Stasi in Ostdeutschland und so weiter haben mit der Bevölkerung zusammen geschaffen. Und zwar so, dass man systematisch die Leute bespitzelt hat und denunziert hat. Sie haben nie können wissen, wenn sie am Morgen zur Arbeit gehen und der Nachbar sagt so freundlich, hoi, ob das nicht einer ist, der mit KGB zusammenarbeitet.
oder mit Stasi. Und dann, 11. Punkt, zwischenmenschliches Vertrauen wird zerstört. Es war nämlich so, die Glieder der kommunistischen Gesellschaft haben einander hinterhältig verraten und überliefern. Und das Vorgehen hat natürlich das normale zwischenmenschliche Vertrauen über die Jahre und Jahrzehnte zerstört. Wenn man bei der Arbeit und wenn man mit den Nachbarn und so weiter nie kann sicher sein kann, dass selbst die freundlichen Leute einem seine Finder sind, das verändert, kann man sagen, die Seele von einem Volk. Und dann 12. Punkt, Verfolgung durch Familienangehörige. Die sind noch weiter gegangen. Kein Dienst sind vordrungen bis in die Intimsphäre der Familie und bis ins Schlafzimmer. Und haben also nicht, die haben nicht davor zurückgeschreckt, sogar die Familienbande zu zerstören. Man hat nicht einmal sicher sein, ob die Schwester oder der Bruder mit dem Geheimdienst zusammenarbeitet. Markus 13, Vers 12. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben wider die Eltern und sie zum Tode bringen. Das steht so in Ihrer Bibel. Und dann muss ich noch ergänzen. Jetzt haben wir gesehen, der erzwungene Abfall vom Christentum im Osten. Aber in der gleichen Zeit hat es im Westen, in Europa und Nordamerika, einen freiwilligen Abfall vom Christentum gegeben. Die Evolutionslehre ist in der Schule so verkündigt worden, dass die Massen das akzeptiert haben. Der Mensch ist eigentlich einfach zufällig, hat er sich entwickelt. Das sind Naturgesetze, da braucht es keinen Schöpfer. Die liberale Theologie verwirft alle Grundlagen vom Christentum. Wenn Sie würden in Zürich an der Uni oder in Basel an der Uni Theologie studieren, dann würde man Ihnen systematisch den Glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, wie sie sagt, zerstören. Systematisch. Ich weiß, von was ich rede. Das ist nicht einfach etwas erzählt. Und dann mit der 68er Bewegung. Damals in den 60er Jahren mit Rockmusik, Drogen und östliche Religionen, die plötzlich interessant geworden sind, da haben Millionen von jungen Menschen ganz bewusst den christlichen Glauben über Bord geworfen. Das Abendland hat sich vom Christentum abgewendet. Und das hat der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 vorausgesagt, wo es heisst, denn dieser Tag, das heisst der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Das erleben wir alles. Jetzt kommen wir zu Punkt 13, falsche Propheten. Matthäus 24, 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und das Interessante ist, genau im 20. Jahrhundert findet eine Welle von falschen Propheten statt, wie man das in 2000 Jahren Geschichte gar nie gesehen hat. Das hat angefangen mit dem Aufbruch in Amerika 1906. Und das ist von Anfang an ist das mit Falschprophetie förmlich geprägt gewesen. Da sind Prophetien gekommen wie noch 2 Jahre und dann wird Jesus Christus wiederkommen. Oder noch der Winter. Nach der Bibel ist ein falscher Prophet einer, der einmal etwas falsch sagt über die Zukunft. So steht das in 5. Mose 18. Und das ist eine Bewegung, die dann übergekommen ist bis nach Europa. Aber ab den 1960er Jahren hat es wieder einen ganz neuen Aufbruch gegeben mit neuen Propheten, die sogenannte charismatische Bewegung, und volle Falschprophetie. Noch und noch falsche Sachen vorausgesagt. Und dann ab 1985 etwa ist dann die sogenannte dritte Welle gekommen. Und auch da führende Propheten, die weltweit bekannt sind, haben gesagt, im Jahr 2000 wird die grösste Erweckung kommen. Für Europa und Nordamerika. Und jetzt können wir zurückschauen, es ist überhaupt nichts passiert davon. Ja gut, es war sogar gegen die Bibel, weil die Bibel sagt, dass dort, wo das Christentum eben bekannt war, dass es dort zu einem Abfall kommt. In der dritten Welt ist etwas anderes. Dort sieht man Aufbrüche.
Aber Abfall heisst Abfall von dem, was man hat. Und so ist es heute, dass es Millionen von Menschen gibt, die sagen, ich habe Eindrücke, Visionen, Botschaften, Zungenbotschaften. Das hat man noch nie so gesehen in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und dann, 14. Punkt, viele verführt. Nicht wahr, es hätte ja können sein, kommen ein Haufen falscher Propheten und niemand hört. Aber da steht in der Bibel, und werden viele verführen. Und es ist eine Tatsache, dass heute etwa 600 Millionen Menschen auf solche neue Propheten hören. Anstatt die Prophetie von der Bibel zu studieren. Da staune ich manchmal, da interessiert man sich für irgendeine neue prophetische Aussage. Aber wenn man würde fragen, ja, und das Buch Habakkuk? Wo ist das Buch Habakkuk? Nein, die Bibel ist voll von Prophetie. Und wer studiert das? Und wir sehen, dass viele in ihren Kützeln in den Ohren, sie müssen neue Sachen hören und die Bibel wird bei vielen vernachlässigt. 15. Punkt, falsche Messias. Matthäus 24, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen. Und das sind also falsche Heilsbringer. Da gibt es auch eine Liste aus dem 20. Jahrhundert, können wir erwähnen, der Oskar Ernst Bernhard, der sich Abdruschin genannt hat, der hat gesagt, er sei der wahre Christus. Oder den Jiddu Krishnamurti, der wo man bezeichnet hat, schon ab 1910 als der wiedergekommene Messias. Oder George Baker, der sich Father Divine genannt hat, er hat sich betrachtet als zweite Inkarnation von Gott. Oder der Maharishi Mahesh Yogi, der von den Beatles geholt worden ist nach Europa und zum Heilstrager worden ist für einen Haufen Jugendliche. Oder der San Myung Mun, der die Mun-Sekte gegründet hat, der betrachtet sich als Sohn Gottes und als Messias. Und so können wir weiterfahren mit Bhagwan, Guru Maharajji, David Koresh und so weiter. Viele mögen sich vielleicht noch erinnern an Jim Jones, wo da 1978 der schreckliche Massenmord und Massenselbstmord in Guyana im Dschungel angerichtet hat. Ganz furchtbar gewesen. Und so geht das weiter bis heute. Und dann 16. Punkt, Zeichen und Wunder. Wir lesen ja da, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Es gibt eine andere Stelle in 2. Timotheus 3, die redet über Scharlatane, die werden kommen. Man sieht einen Haufen Scharlatanerie. Ich muss sagen, das ist Betrug, das ist gar nicht passiert. Aber es gibt auch ganz einen Haufen Sachen, wo wirklich etwas passiert. Und das sind spektakuläre Heilungsveranstaltungen gewesen im 20. Jahrhundert, wo man Stadien gemietet hat für Tausende von Leuten. Und da sind Leute so geheilt worden. Dann auch der Toronto-Sagen, wo die Leute dann in so Veranstaltungen hinten rausfallen. Und das hat über 50'000 Kirchen weltweit erreicht. Und das Ganze ist immer kombiniert mit Haufen Irrlehren. Also falsche Lehren, dass man zum Beispiel sagt, der Empfang vom Heiligen Geist, das sei ein zweites Erlebnis nach der Bekehrung und Wiedergeburt. Oder dass man sagt, ein Gläubiger müsste eigentlich gar nicht mehr krank sein. Eine ganz falsche Lehre über das, was die Bibel sagt in Bezug auf Krankheit und Gesundheit. Und so eine ganze Liste, immer wieder kombiniert mit falschen Lehren. Punkt 17. Sturmfluten, Tsunamis. Lukas 21, 25 sagt, auf der Erde Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Und es ist uns doch sicher noch in den Knochen. Da Weihnacht 2004, wo der schlimme Tsunami gekommen ist. Indien, Sri Lanka, Malediven, Indonesien, Thailand. Mit vielleicht etwa 230'000 Toten. Und da hat man auch viel gesammelt und denkt,
stillschweigend, so etwas passiert nicht schnell wieder. Und dann 2005 kommt in den USA der Hurricane Katrina, wo New Orleans überflutet. Das ist eine der grössten Naturkatastrophen von den USA mit 81 Milliarden Dollar Schaden. Aber das wird ja noch gehen. Aber wenn man denkt halt im Menschenleben. Und dann ist Dritter gekommen. Texas ist bedroht worden mit 6 Meter hoher Sturmflut. Und Millionen von Menschen sind geflohen mit den Autos vor dem Meer. Und das hat zu einem völligen Chaos auf den Autobahnen in Amerika geführt. Und dann ist es weitergegangen mit der Wilma, der Sturm über Mexiko, Kuba und Florida. Das ist übrigens damals bis heute der stärkste Sturm gewesen, den man je gemessen hat im Atlantik. Und so könnte man mit einer ganzen Liste weiterfahren. Punkt 18. Terrorismus. Lukas 21,11. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen und auch Schrecknisse wird es geben. Das eigenartige Wort Schrecknisse heisst im Griechischen Phobetra. Das bedeutet laut Wörterbuch grundsätzlich zwei Sachen. Schreckliche Ereignisse oder Schreckmittel. Das Mittel, das Schrecken verbreitet. Und darum habe ich das aufgeteilt in 18a und dann nachher 18b. Schauen wir das an, Schreckmittel. Der internationale Terrorismus ist ein Kind vom 20. Jahrhundert. Und er ist seit 1920 in 4 Phasen immer schlimmer geworden. Und wir leben jetzt in dieser 4. Phase seit dem 11. September 2001. Schreckliches Weh für die Welt. Und niemand kann das Problem vom Terrorismus lösen. Aber eben, das heisst, Phobetra heisst auch Schreckensereignisse. Ja gut, Schreckensereignisse haben wir jetzt schon genug gehört. Mit Hungersnöten und Tsunamis und Erdbeben, wo ja ausdrücklich erwähnt werden. Aber in dem Wort sind eben all die anderen Schreckensereignisse, die da nicht genannt sind, enthalten. Wie Überschwemmungen, Hitzekatastrophen, Waldbrände, Hochwasser, Ölpestkatastrophen, Vulkanausbrüche, Atomreaktorunglück und so weiter. Diese Grafik hier habe ich von der UNO. Mit Katastrophen ab 1900 bis 2000. Und sehen Sie, wie die drauf gehen. Eine steile Kurve drauf. Es gibt immer mehr Katastrophen. Aber Erdbeben, das hängt nicht zusammen mit Klimaerwärmung. Und Ölpestkatastrophen auch nicht. Und Atomreaktorunglück auch nicht. Und trotzdem, die alle zusammen nehmen es so schrecklich zu. Das sind Wehe. 19. Punkt. Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. Matthäus 24,12. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Anomia heißt im Griechischen Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Und wenn man denkt, 1988, das war einer der tiefsten Einschnitte in der Geschichte des Abendlandes, in den letzten 2000 Jahren. Wo Millionen von Menschen, damals vor allem Junge, heute sind das die in meinem Alter und noch älter, haben gesagt, wir wollen nichts mehr zu tun haben mit dem Christentum. Wir wollen nichts mehr zu tun haben mit biblischer Moral. Auch nicht mit biblischer Sexualmoral, wo die Sexualität will nur geschützt sehen in der Ehe. Nein, alles, alle Schranken gehen wir um. Konkubinat ist dann aufgekommen, vorher war es ja verboten. Ungeheiratet zusammenleben. Aber die Bibel bezeichnet das als Unzucht. Partnerwechsel wird heute in den Medien, wird so Sachen verbreitet, das ist völlig normal. Der Mensch sei gar nicht, hat ein deutsches Magazin vor kurzem, ein bekanntes Magazin, verbreitet, der Mensch sei gar nicht geschaffen für Monogamie. Ja. Und die dann da ein Problem haben, denken, ah, in dem Fall. Was soll es noch? Ehebruch wird normalisiert, Homosexualität, Pornografie, ein riesiges Problem und heute gerade mit dem Internet, hat uns völlig überrannt. Und dann damit zusammenhängend steigende Gewaltbereitschaft, Abtreibung, hat man gefordert als Recht für die Frau in der 88-Bewegung und fordert das bis heute. Und dann ist auch der Drogenmissbrauch aufgekommen, weil man auch
auch die Legalisierung von Drogen gefordert hat, steigende Kriminalität. Und die WHO sagt, heute werden jährlich weltweit etwa 40 Millionen Babys abgetrieben. Und das heisst also, in den letzten 30 Jahren hat man mehr als 1 Milliarde Babys getötet. Gesetzlos, überhand nehmen sie der Gesetzlosigkeit. Und der 20. Punkt hängt natürlich direkt mit dem zusammen. Erkalten der Liebe. Diese Sachen machen in uns etwas kaputt. Und schädigen unsere natürlichen Gefühle. Schädigen. Und viele Leute haben gedacht, das bringt uns Freiheit und haben mitgemacht und sind an diesen Sachen verbrochen. Das ist ganz schrecklich. Aber glücklicherweise sagt die Bibel auch, wie es da einen Ausweg gibt, wie Vergebung möglich ist, wie ein Neuanfang gibt, wie es auch eben wirklich ein Abschneiden von der Vergangenheit gibt, eine neue Ausrichtung. Das ist ja die frohe Botschaft, die wir verkündigen. Das ist alles schmerzhaft, weil wir sind alle direkt betroffen von all diesen Sachen, die wir heute Abend gesehen haben. Und jetzt schließe ich mit 21, das Evangelium erreicht alle Nationen der Welt. Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist erst in unserer Zeit so möglich geworden, dass wirklich richtig alle Nationen der Welt erreicht worden sind. Das heisst nicht alle Völker, alle Nationen. Matthäus braucht das Wort Ethnos, das ist die grösste soziale Einheit. Indien ist eine Nation, aber besteht aus vielen Völkern. Die Bibel sagt, alle Nationen werden erreicht. Und heute ist das so. Es gibt keine Nation, die nicht erreicht worden ist mit der frohen Botschaft. Und die Bibel ist heute übersetzt, oder Teil von der Bibel, in mehr als 2500 Sprachen. Und Global Recordings hat heute CD mit biblischen Botschaften in 6000 Sprachen und Dialekten. Und das Fantastische ist, all diese Sachen müssen in der gleichen Epoche sich erfüllen. Oder? Zusammen mit den insgesamt über 175 Punkten. Und das ist schon eigenartig. Die ganze Welt weiss etwas wegen dem Maya-Kalender, der aufhört. Und dabei hört er gar nicht auf. Aber wo sind diese Sachen bekannt? Und wieso tun die Medien diese Sachen nicht verbreiten? Das ist eigenartig. Ich schließe mit 3 Schlussfolgerungen. Wir leben nach der Bibel in der Endzeit. Und das können wir so beweisen. Und das bedeutet, Jesus Christus kommt bald als Richter der Welt. Sind Sie bereit, ihm zu begegnen? Das ist die wichtige Frage. Und ich kann Ihnen sagen, die Bibel sagt ganz klar, das Kommen von Jesus Christus kann man nicht berechnen. Das erste Kommen hat man berechnen. Das zweite Kommen, wird ausdrücklich gesagt, kann man nicht berechnen. Aber die Zeichen der Zeit müssen wir anschauen, sagt die Bibel. Und Sie können sicher sein, wenn Sie irgendwo noch einmal hören von einer Berechnung, dann können Sie gerade abhökeln. Das ist Sektiererei. Und zweitens zeigt mir die erfüllte Prophetie, dass die Bibel kein menschliches Buch ist. Und auch nicht einfach ein religiöses Buch, wie es einen Haufen Religionen und religiöse Bücher gibt. Sondern das ist Gottes Wort. Nur Gott kann wissen, was in der Zukunft kommt. Und das uns so genau sagen. Die Bibel ist glaubwürdig und darum lohnt es sich, regelmäßig drin zu lesen. Fangen Sie doch an, morgen, am Morgen, vor dem in den Tag hineingehen, einen Abschnitt, ein Kapitel lesen und beten Sie persönlich zu Gott, er soll durch die Bibel zu Ihnen reden. Und dann werden Sie es erfahren. Das funktioniert. Ich kann das wirklich bezeugen. Das funktioniert. Gott redet durch die Bibel zu uns. Ganz persönlich. Er redet nicht nur einfach so über die Welt und über Israel und so weiter. Er redet persönlich zu uns. Und redet in unsere Situation, in unsere Schwierigkeiten, die wir haben, die wir alle haben, inne. Und drittens, die Bibel sagt, ich muss zu Gott zurückkehren und mich mit ihm versöhnen lassen. Es ist klar, wir haben alle die Gebote, die da in der Bibel stehen, gebrochen. Und so können wir vor Gott nicht erscheinen. Vor einem gerechten, heiligen Gott. Aber die Bibel sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und
wenn wir unsere persönliche Schuld Gott im Gebet ganz ehrlich bekennen und bereuen und so radikal 180 Grad umdrehen, dann werden wir mit Gott versöhnt. Und dann können wir erfahren, wie ein Leben mit Gott, ein Leben mit Jesus Christus führt wirklich dazu, dass gerade in dieser Zeit, in der wir heute leben, das ist eine schwierige Zeit, eben mit Wehen. Und wir sind alle von diesen Sachen betroffen, wie wir da wunderbar Gottes Hilfe und Gottes Durchtragen, Gottes Trost, Ermutigung, Ausrichtung nach vorne erleben. Ist so schön, wenn man redet über Endzeit und Weltuntergang und so Sachen und Apokalypse, die Menschen haben Angst. Und Jesus Christus sagt in Lukas 21, wenn ihr seht, wie die Sachen anfangen, sich zu erfüllen, denken Sie nochmal an das Zeitfenster, 40 Jahre, das hat es angefangen. Dann, was soll man machen? Sich verstecken? Nein. Lesen Sie nein, Lukas 21, in Ihrer Bibel. Hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Weil Jesus Christus noch wird, bevor er als König kommt, und bevor der Apokalypse kommt, wird er kommen für die, die an ihn glauben und wird sie vor dem Schlimmsten noch verschonen. Also, als Christ kann man in die Welt rausgehen, kann den Kopf aufheben, mutig, weil wir wissen, der Größte will uns beistehen, wenn wir versöhnt sind mit ihm. Danke vielmals fürs Kommen und fürs Zuhören.